Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute mache ich einen Wikingertopf und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für den Wikingertopf brauchen wir Rinderhack, dann so ein bis zwei Zwiebeln, ich habe jetzt zwei kleine. Dann ein paar Karotten, ich habe jetzt auch drei so kleine Karotten, eine Knoblauchzehe, dann ein bisschen Brühe, ein bisschen Sahne, ein kleines bisschen Mehl zur Bindung später, dann etwas Käse, der kommt auch ein bisschen zur Bindung, ein bisschen für den Geschmack rein, es gibt einfach eine schöne Sämigkeit und TK-Erbsen. Zum Würzen nehme ich heute noch ein kleines bisschen Paprika dazu, dann ein bisschen Kräutersalz und wie sonst auch ein bisschen Salz und Pfeffer. Den Käse und die Erbsen, die mache ich erstmal wieder in den Kühlschrank, weil das brauche ich jetzt ganz am Ende. Ich habe mir hier auf dem Grill schon mal einen Topf hingestellt, damit der ein bisschen aufheizen kann. Ich bereite erstmal das Gemüse vor, schneide es erstmal alles klein und dann mache ich mit dem Hackfleisch weiter. Die Karotten habe ich jetzt einfach vorne und hinten ein bisschen abgeschnitten. Hier will ich mir so Stifte rausschneiden. Dafür schneide ich die Karotte in kleine Teile. Wenn ich die Karotte dann in so Stücke geschnitten habe, dann halbiere ich die Karotte nochmal. Das Stück halbiere ich dann wieder. Dann habe ich so Viertel. Und wenn die Karotte dann zu groß ist, dann mache ich einfach solche Achtel. Aber bei mir wird es reichen, wenn ich einfach Viertel schneide. So sehen die Karottenstifte dann aus. Die stelle ich jetzt noch zur Seite. Und machen wir den Zwiebeln weiter. Die Zwiebeln ganz einfach in feine Würfel schneiden. Wenn ich die Zwiebeln dann in feine Würfel geschnitten habe, dann nehme ich mir den Knoblauch und hack den ebenfalls klein. So, das sollte reichen. Den gebe ich zu den Zwiebeln. Dann mache ich weiter mit dem Hackfleisch. Das würze ich erstmal gut mit Salz und Pfeffer. Dann gebe ich hier ein kleines bisschen Paprika Edelsüß dazu und dann noch mal eine gute Menge an Kräutersalz. Wenn ich die Gewürze dann alle drin habe, dann mische ich das Ganze gut unter. Wenn ich das Hackfleisch dann gut durchgemischt habe und die Gewürze gut eingearbeitet sind, dann nehme ich mir hier ein bisschen was weg und brate mir hiervon eine kleine Probe ab. Weil wenn ich später das Ganze fertig habe und das Ganze alles abgebraten ist, dann kann ich schwer nachwürzen. Deswegen mache ich mir hier jetzt eine Probe und probiere das dann und dann weiß ich, ob ich noch nachwürzen muss oder nicht. So, das Hack ist ausreichend gewürzt. Jetzt mache ich mir hier so kleine Hackbällchen draus. So sehen die Hackbällchen dann aus, wenn ich alle fertig abgedreht habe. Und die brate ich jetzt in meinem Topf an oder man nimmt eine Grillplatte, aber da ich den Topf eh schon drauf habe. Und hier kommt dann später auch das ganze andere Zeug rein, also das Gemüse und so weiter. Und dann gibt es schon mal einen guten Geschmack am Anfang, deswegen brate ich die alle in dem Topf an. Und hier kommt wie gesagt auch das Gemüse nachher rein. So, ich habe jetzt ein bisschen Butterschmalz reingegeben und gebe hier dann einfach die Hackbällchen rein. Wenn die Bällchen dann eine gute Farbe haben, dann nehme ich sie raus und mache sie hier in so eine Schale rein. Die müssen jetzt auch gar nicht ganz durchgegart sein, weil die kommen später noch mal in die Soße rein. Aber jetzt gebe ich erstmal die Zwiebeln da rein. Und wie man hier sehen kann, hier ist schon ein guter Satz vom Fleisch noch dran. Und das gibt einfach Geschmack. Deswegen alles in dem gleichen Topf machen. Aber man kann es natürlich auch auf der Grillplatte einfach anbraten. Dann gebe ich die Zwiebeln, Karotten und den Knoblauch hier rein. Hier gebe ich ein kleines bisschen Salz dazu. Die Zwiebeln und die Karotten gare ich jetzt einfach so lange, bis die Zwiebeln schön glasig sind. So, wenn die Zwiebeln dann glasig sind, dann gebe ich hier ein kleines bisschen Mehl dazu. Rühre das Ganze gut ein. Ja,
wenn ich das dann habe, das sieht man, wenn man das eingerührt hat, dann klumpt es ein bisschen oder ja, hängt ein bisschen an. Dann gebe ich hier die Brühe dazu. Und dann ist wichtig, das Ganze dann gut umrühren, weil das fängt dann schon an, eine Bindung zu geben. Sieht man schon, das Ganze wird dickflüssiger. Hier gebe ich dann auch gleich die Sahne dazu. So lasse ich das Ganze dann einmal aufkochen. So, wenn das Ganze dann einmal aufgekocht hat, man sieht, das hat schon eine leichte Bindung bekommen, dann gehe ich damit auf den Seitenbrenner. So, wenn ich das habe, dann schmecke ich die Soße hier auch schon mal ab. So, wenn ich das dann gut abgeschmeckt habe, dann gebe ich hier den Käse rein und rühre den Käse dann ein, bis er sich gut aufgelöst hat und keine Klümpchen mehr da sind. So, und wenn ich das habe, dann gebe ich noch meine TK-Erbsen dazu, rühre die ebenfalls wieder gut ein. Dann gebe ich meine Hackfleischbällchen hier rein, die ich vorher angebraten habe. Die sind ja auch nicht ganz durchgegart. Das ist auch wichtig, dass man die nicht durchgart, weil sonst wird es auch einfach zu trocken. Rühre das Ganze dann einmal gut durch. Lass das noch mal ein bisschen aufkochen. Und wenn es dann anfängt zu köcheln, so wie hier, dann gebe ich einfach einen Deckel drauf, drehe die Temperatur runter und lasse es so jetzt 20 bis 30 Minuten vor sich hin köcheln. So, ich habe den Wikingertopf jetzt ein bisschen runterkochen lassen. Ich würde sagen, so 30 Minuten hat das Ganze gekocht. Wie man hier sehen kann, die Farbe hat sich leicht verändert und es ist auch ein bisschen dickflüssiger geworden. Aber ich nehme jetzt mal ein bisschen was raus und probiere mal, wie es schmeckt. Also der Wikingertopf schmeckt super. Hier noch ein bisschen Petersilie rein, dann ist es perfekt. Und ich würde sagen, entweder man isst Nudeln oder Reis dazu. Ich koche mir ein bisschen Reis dazu ab und esse das Ganze mit Reis. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, ist ein bisschen die Hackmasse. Ist halt nur Rinderhack. Ich finde hier eine Fleischküchlesmasse ein bisschen besser, wo ein bisschen Brot, ein bisschen Ei mit drin. Das Ganze ist dann einfach viel lockerer. So ist es einfach fester. Aber geschmacklich ist es trotzdem super, muss ich sagen. Ich finde einfach die Textur von so einer Fleischküchlesmasse, wenn es ein bisschen... ja, ein bisschen luftiger ist, einfach ein bisschen besser. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.